Wollt ihr den totalen Krieg? Dann willkommen zurück mit mir, den Florian, zu einem weiteren Gefecht mit unserer kleinen Stuck, noch nicht fähigen, panzerzerstörenden Jagdpanzer. Gott weiß was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht weiter, es geht weiter. Ach, ich. Ja. Jetzt müssen wir halt bloß wieder etwas mehr Schaden machen, etwas mehr reinhauen, damit wir auch etwas mehr Erfahrung bekommen. Und ich wechsle dann gleich auf Panzer, auf das hier. Nachdem das eine schon so wenig Schaden macht. Und ja. Nachdem das eine so wenig Schaden macht, muss ja das andere etwas mehr Schaden machen. Frrr. Frrr. So. Okay, wir. Auf geht's! Ist euch aufgefallen, dass wir immer wieder die gleiche Welt haben? Hammer nervig, oder? Aber diesmal fahren wir direkt durch bis zur Flagge. Ja. So. Ach, ja. Na gut, Flagge gibt es diesmal nicht. Aber wir fahren komplett durch. So. Ja, du verteidigst. Sehr schön. Gleich würde Muni wechseln, ey. Dieser Panzer geht gar nicht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Dieser Panzer bringt mich um, ey. Lol. Wie der einfach keinen Schaden macht, ey. Oh. Der ist genauso. Ist wirklich, es gibt da solche Zwischenstufen, die sind einfach nur grauenvoll. Ja. Die Gegner, egal was die für Geschütze haben, die machen jedenfalls mal Schaden. Die treffen, die machen jedenfalls Schaden. Meine. Boah, wie viele Hetze sind denn da drinnen? Vor allem, ich bin da ganz oben in der Liste. Ist doch peinlich. Die Mathilde. Wenn ich die 2 als Waffe hätte, ja, dann vielleicht. Aber so? Ah, ah. Das kleine Röhrler da, das ist... Boah, das ist ja gar nichts. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Panzer, wie man sich ihn eigentlich... fast vorstellen kann, wie ein Panzer eigentlich aussieht, ja? Aber der ist so langweilig, so schlecht. Hat keinen großen Schaden. Los geht's! Hat keine große Geschwindigkeit. Keine große Drehgeschwindigkeit. Langweilig! Aber ich will den Churchill haben, auch wenn der jetzt nicht der Beste der Besten der Besten ist, Sir. Aber... er ist ein Panzer, ein schwerer Panzer, und das wird er wohl mehr Schaden machen und auch vor allem mehr aushalten. Und das möchte ich. Ach, ist der putzig. Naja. Komm, jetzt dreh dich erstmal wieder um. Er ist sogar von den Kleinen mit überholt. Da war schon der Porsche-Motor da drin, ey. Wenn ich da schon Probleme habe, wie hat der das bestimmt geschafft? Der ist doch runtergegangen. Naja. Okay, okay. Boah. 13 km/h als Dauergeschwindigkeit. Naja, okay, was kann ich jetzt groß erzählen? Ja, die Gamescom ist ja schon seit einiger Zeit anscheinend rum. Bis das Ding drüben ist, dauert sowieso ewig. Den zu zielen wird schwierig. Ich war zweit.
Schade. Ach, da kommt der zweite oder was? Ich war auch ehrlich gesagt noch nie da oben drinnen, ja. Bei den Häusern. Ich bin halt immer außenrum. Aber das werden wir ändern. So. Ui. Komm schon, gib Gas. Oh ja, 15 km. Oh, 17, 18 km. Oh, no. Boah, wir haben 20. Oh, 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 jetzt gehen wir ab. Jetzt schaffen wir den Schall. Jetzt haben wir Schallgeschwindigkeit hier. Na los, mein Panzer, dreh dich. Bis wir oben sind, ist der Krieg zu Ende. So. Ah ja. Es wird immer steiler. Wir fahren ja nur noch mit 7, 8 km/h. Boah. Oh, ich hab den Gipfel geschafft, ey. Ja, toll, jetzt bin ich oben, jetzt werde ich abgeschossen. Am Arsch. Fickt euch. Ja. Ich hab's endlich geschafft, darauf zu kommen. Jetzt braucht ihr mir nicht gleich abzuknallen. Na, ich bin aber für die eine gute Zielscheibe. Die können uns so richtig in Ruhe zielen und so weiter. Boah, ich bin in Sicherheit. Gott sei Dank. Hat ja gar nicht lang gedauert, ha? Ja. Okay, es geht weiter. Wir sind hier und wir... Na, du musst... Ich hasse es hier. Warum gibt es hier dieses Problem da? Dieses kleine... Blöp. Da ist doch nichts. Warum hast du diese Probleme da, diese Wackeldinger da? Das nervt mich. Okay, wir gehen stürmen. Weil wir anscheinend gerade gewinnen auf eine Art und Weise anscheinend. Und wir hier mit denen hier noch keinen Schaden gemacht haben eigentlich, also... Naja. Ihr wisst ja. Ich könnte höchstens Friendly Fire machen. Dann würde ich Schaden machen. Okay. Hier, wie heißt der denn? Das ist ein Hetzer. Alles klar, Herr Kommissar. Das heißt, wir müssen ihn an der Seite erwischen. Was jetzt perfekt ist, wenn er schneller fahren würde, Junge. Ach komm schon. Naja, wahrscheinlich hätte ich ihn sowieso keinen Schaden gemacht. Hey, da waren ja schon einige Kameraden da vorne. Okay. Gehen wir auch noch weiter. Es sind noch zwei Panzer übrig. Und da ist Nummer 1. Das muss wehtun. 5, Alter. 5%. Was sind denn 5%? Kritischer Treffer. Minus 2. Fahrer verwundet. Wir können nicht mehr so schnell. Na endlich, 42. Machen wir etwas mehr Schaden. Erwischt. Boah. Unglaublich. Ah, so ein Schaden will ich hier. Ja, was denn daran zu viel verlangt, du verdammtes kleines Ding da. Boah. Das. Da, diese Banzai. Ja, toller, toller. Größeres Funkgerät, aber ich hab schon die gute Wumme. 38, 175. Was magst du? Genau das andere. Ja, aber da dringe ich jedenfalls durch. Ich nehme das da drüben. Ich habe doch das Geld. Ach ja, im Gefecht. Ja, mach den einen Panzer endlich kaputt.
Okay, danach kaufe ich mit die Wumme und dann geht's mit der nächsten, mit der anderen Wumme dann weiter. Der Medium war im Gegensatz dagegen noch richtig gut, ey. Und du, mein Liebling? Was fehlt bei dir? Ja. Oh. Eieieiei. Perfekt. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Ah ja, ab jetzt wird's interessant, meine Leute. Jetzt wird's interessant. Jetzt hauen wir da ihnen die Hucke voll, ja? Wie gesagt, nächste Folge wird's jetzt abgehen. Jetzt probieren wir mal aus, was das lange Rohr hier alles drauf hat. Bis dahin, Cheerio. Ciao.